israelische Bürgerinnen und Bürger getötet und in Deutschland abgenommen. Sie haben natürlich einen Krieg riskiert. Sie haben natürlich auch die eigene Zivilbevölkerung ganz genauso in Geisel abgenommen. Da haben wir es völlig egal, was auf der eigenen Zivilbevölkerung passiert. Das ist das doppelte Verbrechen. Das ist ja kein Zufall. Toll! Also im dürfen wir nicht zulassen, ganz genau dürfen wir nicht zulassen, dass Organisationen wie die Sami tun, hier unser friedliches Zusammenleben in Geiselhaft nehmen. Das werden wir nicht zulassen, nicht hier in unserem Welt. Und Freunde, zunächst mal auch von mir herzlichen Dank, dass Sie alle heute hier gekommen sind. Das ist ein starkes Zeichen für eine so spontan organisierte Demonstration.